Klingt ja super an, wenn das Spiel erstmal abstürzt. Komm schon, lade, danke. 27.01. Ja, ist eine Woche her. Muss mal kurz. Eingabeoption. Kann ich nicht auf die Steuerungstaste machen? Das ist unfair. Ah, danke, das ist. Geh doch rüber, hol dir was zu essen, Junge. Ja, was der machen wollte. Stimmt, wir hatten ja was mit den Noggern zu tun. Wir haben hier die Titanic gefunden gehabt und da hatten wir den Drachen schon gemacht. Genau. Bosco, mach was auch immer du machen möchtest. Dich unterhalten, alles klar. Ich weiß gar nicht, was. Titanic. Mit wem hatte ich alles gekämpft? Ich weiß gar nicht mehr. Ich würde mal sagen, wir die älteste Generation ist einfach mal. Guck mal mit. Ist jetzt nicht so irgendwas so herausragend. Du bist Alchemie auf 5. Ja, trotzdem mal. 6 Leute. Ich glaube, ich bräuchte nur 5. Kommt trotzdem alle mit. Nee, 4 brauchte ich, glaube ich, maximal. Sind gerade nur 4. Oh, jetzt wird gewickelt. Natürlich. Und viel Spaß in der Küche. Jetzt muss ich in die Pause gehen, damit Fenrir wieder zur Pause zurückkommt. Erstmal volle Kanne dahin. Und speichern. Das ist eine wichtige Sache. Und das ist jetzt sehr weit runterklettern. Schlau, wenn ich den Fahrstuhl umbauen würde, ne? Ich brauch mal Fahrstühle. Ja, ich brauche neue Fahrstühle. Baut 8 Stück, ist in Ordnung. Ich habe hier keinen Platz mehr. Gut, dann kommst du dahin. Leiter könnte ich einfach hier hinbauen. Ja. Aber hier ein Fahrstuhl wäre halt eben schlau.
So, ihr seid gestorben. Eins. Ihr dürft doch mal da graben. Nahrung. Viele Pilzstämme. Oh, BB Fenrir. Lager mal Nahrung ein. Wenn gerade schon unten so viel ist, könnt ihr das auch einlagern. Guck mal, Fenrir, du kommst nicht zu einer Pause zurück. Hab ich eine Waffenschmiede schon gebaut gehabt jetzt? Wir haben keinen Alkohol hier. Wird nicht mehr herstellen. Naja, was soll's. Du merkst, dass ich keine größere Herausforderung gewesen bin. Nö, Fenrir, war doch trotzdem Spaß gemacht. Geht nicht immer um Herausforderung. Ich glaube, wärst du genauso gut wie ich in der Hinsicht, dann wäre das einfach ein Hin und Her gewesen und dann. Ja. Hätte keiner gewonnen. Also von der Sicht, ich hatte Spaß. Ich hoffe, du hattest auch Spaß gehabt. Kann ja nicht so krass drauf sein wie ich. Genau, ne? Yugi war eher der krasseste. So, ab in die Titanic. Schildkunde. Verteidigung. Er begreift mit Yoga, okay. Ich hätte wirklich Spaß. Ich sagte ja auch vornherein, dass ich das Spiel um Spaß. Also ich das Spiel um Spaß habe, nicht um zwanglich gewinnen. Oh, ja. Geht mir nicht anders. Und manchmal passiert es nun mal, dass ich dann auch gewinne. Okay, das Eisen jetzt brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eisenbarren. Noch mehr Eisen. Ja, so viel Eisen hier. Okay, kommt, nehmt mal mit. Zwerge gebrauchte Schiffe, sehr. Hier kommt mal. Dahin. Sehr schön, unser Packesel ist voll. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, du gehst jetzt mal dahin. Was du denn hin? Drückst den Knopf. Abdrücken. Und
nach unten geht die Tür dann auf. Die zu. Das zu, das auf. Guten Tag. Hi, Kraken. Ah, Knöpfchen. Ey. Guck mal, eine Schatzkiste. Guck mal, da Gold. Jetzt ist da manchmal unter Kronleuchter gesessen. So, jetzt gehen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Und Knöpfchen drücken. Nee, ich muss das Knöpfchen drücken. Fenny schreibt, ein Totenschiff, das aus Helheim kommt. Der Grund, weshalb man früher die Toten in die Fingernägel geschnitten hat, bevor sie bestattet wurden. Planken und Bohlen von Nagelfar wurde nämlich mit Finger und Fußnägel zusammengehalten. Okay. Was heißt Nagelfar oder Nagel? Mit E oder ohne E? Nagelfar in Seesticht ist Ragnarök gekommen. So hofften Leute, das Ende der Welt hinauszögern zu können. Ah. Super, jetzt können wir Oktopus-Pärchen aus ihm machen. Jetzt müssen wir noch das da unten öffnen. Ach ja, stimmt. Da jetzt noch was zu öffnen. Das wird jetzt lustig. Also ich fand's immer lustig. Hohe Anforderungen habe ich gestellt jetzt. Genau, sein Quietschewiegel. Ich mag aber die Szene mit dem Wasser. Ich weiß auch nicht warum. Ah, Ring des Wassers, war ja klar. Plex ist hier auch noch, stimmt. Ja, einfach noch mehr Eisen und Gold oder. Ah, Essen. Komm mit. Man könnte ihn natürlich auch im Nahkampf besiegen oder im Fernkampf dementsprechend. Das ist ja einfach nur einfach, ja. Aber um hier hinzukommen, muss man den Dingern vorbei und das ist halt eben
Ja, also vor Totwindwickel. Das hat es ja schon, hat es mir geschrieben, Fenrir. Aber es ist in diesem Spiel nochmal, ja, so. Man akzeptiert's. Ach, einer zu. Ja, das hatte Yuki schon gesagt gehabt. Aber, ne, du bist ja seit 5 Uhr wach, hast du gesagt, ne? Kein Problem. Da ist eine Kiste. Ah, das. Quelle haben sie da drin und da. Goldbach, ne? Obwohl, du bist doch nicht ganz voll. Na, hol das mal das Gold. Noch mehr Gold. Okay, ja, nee. Ich krieg schon noch genug Gold mit der Zeit. Nino und Verkoksen. Könnte Metall sein. Ah, alles gut, Natsu. Das ist nun mal passiert. Ich hatte da keine Gedanken drum. Keiner sieht das wie böse oder so. Also ich zumindest nicht. Bauratgeber. Das ist wahrscheinlich Bau und Transport. Amulett ist nicht schick. Was? Okay. Weiß nicht, was das Amulett macht. Die hat mich mal wieder erschreckt. Bei Wecker. Okay. Eisenerz, Eisenerz. Morgen auch wieder 5 Uhr aufstehen, weil Mama was gucken. Ach Gott, ja, viel Spaß. Ich meine, das ist die. Da gehe ich circa schlafen um die Uhrzeit. Zelt. Wir mal liegen unter der Erde. So, und jetzt müssten wir hier an sich rauskommen. Ein Schiffchen. Meine, das Schiff ist ganz schön gebogen, ne? Es ist voll riesig. Ich meine, das zeigt hier, ne, so fast Richtung uns. Und hier zeigt es Richtung uns. Also, es ist eine sehr komische Schiffsform, muss ich sagen. Es hat die Kurve nicht bekommen, es ist die Kurve. Oh, danke fürs Trinken. Ich glaube, ich habe die Nacht so viel mit offenem Mund geschlafen. Es ist. Mein Hals ist ganz schön so ein bisschen seltsam. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt sofort weitergeht oder
jetzt noch mehr ist. Ich speichere mal. Da kommt ein Gang gleich. Jetzt natürlich auch erstmal zurückschicken, ne? So ist es nicht. Ich will jetzt nicht sagen, ich baue mich hier auf oder so. Das wäre auch irgendwie. Ah. Kämpfe. Komm erstmal. Noch mehr Sinon verkoksen. Der konnte gar nichts machen. Ja, okay, ihr kommt erstmal zurück. Eine ganz schöne Wegstrecke. Hoffentlich schafft ihr das auch. Ja. Derzeit müsste so das ein oder andere Gebäude gebaut worden sein. Waschenschacht dahin. Da ist noch ein Fahrstuhl. Die Frage, schaffe ich das, den da reinzubauen? Darf ich den hier reinbauen? Dann in die Titanic rein. Bin immer im Anime-Lurk, weil. Viel Spaß! Viel Spaß dazu. Und lass es dir schmecken. Schön aufgeräumt mit. Es ist heftig aufgeräumt. Die Nahrung wird langsam mehr. Das ist auch schön voll. Aber die sollen erstmal zurückkommen. Das kann nur ein bisschen dauern. Sehr, sehr lange. Ja. Frage, wer hat zuerst gebaut? Der Fahrstuhl oder sind die zuerst zurück? Sieht aus wie der Fahrstuhl. Es wäre angenehm. Sind so schneller wieder da. Was sind sogar schon so weit. Wow. Na, dann werden sie sich gleich den Fahrstuhl und dann. Achso, da kommt. Weil der da unten den Fahrstuhl bauen will, deswegen kommt der. Ja, gut. Super gelaufen. Passen auch nur 4 Leute rein. Oh. Okay, das macht's. Anders. Es war. F8. Die Fahrstuhl ist. Ja, ist. Nicht mein Problem. Ups. Sollte die gar nicht alles zerfallen lassen. Die falsche Taste gedrückt gehabt.
Immer schön aufheben. Auch wenn ihr sehr begeistert deswegen aussieht. Geht's rechts aber. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Dahin. Oder? Nee, warte. Am besten dahin. Unterwegs. Oh. Ja, ein Fahrstuhl in der Titanic rein. Hat auch nicht jeder. Bosco lässt es da schmecken. Na komm, guck ich wirklich. Ich dachte wirklich, da passen mehr Leute rein. Okay. Der entschied sich jetzt einfach zu laufen. Industriewohnzimmer wurde erfunden. Yes. Das Wohnzimmermodell Industrie steht für eine neue Qualität der Gemütlichkeit. Beachten Sie besonders den Kamin mit Hamsterfell und die moderne Hi-Fi-Anlage, Grammophon. Was sich der Architekt bei der Sonnenterrasse gedacht hat, konnten wir aber trotz mehrerer Anfragen bisher nicht in Erfahrung bringen. Ja. Ne? Hamster. Hamster, ich weiß. Riecht seltsam aus. Ist wie Elf. So, ihr könnt machen, was ihr wollt. Auch wenn ihr noch gerade noch Arbeitszeit habt. Das ist nicht mein Problem. Er ist tatsächlich nicht drauf bezogen. Achso! Okay. Mach dich mal nicht über mich lustig, verstehe. Bin ich reich also die nicht mehr dafür. Irgendwas. Du wirst eh gleich nicht mehr. Achso, du hast noch ganz viel Arbeitszeit. Egal. Auch mal da. Ja, ist leer. Auch so relativ leer. Ja, passt. Die Bücher. Es ist ein Schild. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Ja, gut, du bist eh gleich aus deiner Arbeitszeit raus. Oh, du bist aus deiner Arbeitszeit raus. Willst du nicht erstmal was essen? Deine Stimmung ist niedriger. Ja, verhungern werden sie nicht. Da stimmt, das ist genug Essen da. Aber ich werde wahrscheinlich da unten, nachdem eine neue Siedlung anfangen, also eine aufbauen müssen. Wo ist an sich. Ich brauche nicht sehr viel Platz. Aber ich brauche Platz. Nahrungslager auf jeden Fall nach unten bringen, einfach um Nahrung zu haben. Schlafzimmer, Wohnzimmer. Wäre, glaube ich, erstmal das, was ich als einziges dort brauchen würde. Alles andere wird einfach nur eingelagert. Das heißt, ich bräuchte noch mein Lager. Lagerhaus. Wo nochmal mehr Kisten eingelagert werden.
Und noch ein Fahrstuhl. Platz ist voll. Okay. Okay, okay. Ich weiß jetzt nicht, warum ich ein Verbrecher bin, aber okay. Gebt das zu, ich habe die Erdbeeren geklaut und gegessen. Aber sie waren kostenlos. Die Erdbeeren waren voller Maden. Ja, du bist eine Made. Eiweiß halt eben, ne? Jetzt wird er gleich wieder hetzig. So. Kannst du es üben? Ja, das Blümchen ins Ohr stecken, alles klar. Ah, guck mal, da kommen die Sachen fürs Lager. War das ein Lager, nicht mehrere, wie wir jetzt gleichzeitig arbeiten können? Würde es ein bisschen einfacher machen. Ich habe ganz vergessen, mal mein Handy anzumachen. Verdammt. Jetzt habe ich schon drei Stunden Kanalpunkte verloren. Wenn er von 1 bis 10. 1 juckt mich so gar nicht. 10, ich will es schon gestern haben. Wie sehr willst du das haben, was ich mache? 5. Ja, Juke, weil ich nicht weiß, was du machst, deswegen ist es dementsprechend ein Glücksspiel. Ob ich es nun haben will oder nicht, ne? Oh, Taucherglocke wurde erfunden. Ich bin dein Vater, Luke. Mit der Taucherglocke können sie ihren Freunden einen mächtigen Schrecken einjagen. Außerdem kann man damit unter Wasser atmen. Die Taucherglocke wird auf- oder abgesetzt, indem man sie von einem Zwerg benutzen lässt. Wenn er versehentlich ins Wasser gerät, wird der Zwerg sie automatisch aufsetzen. Wenn er versehentlich in Schwefel oder Lava gerät, müssen sie sich darüber in der Regel keine Gedanken mehr machen. Okay. Und den Dampfhammer. Der Dampfhammer ist eine moderne Produktionsstätte zur Metallverarbeitung. Mit Hilfe eines riesigen Hammers wird härtestes Material bearbeitet, ohne dass sich jemand übermäßig anstrengen müsste. Aber passen Sie auf, wo Sie Ihre Finger haben. Eine Dampfmaschine braucht er. Und er gibt mir den Abfluss. Manchmal steht in einem das Wasser bis zum Hals. Und bei Zwergen ist der Hals nicht einmal besonders hoch, nicht besonders weit vom Boden entfernt. Ein Abfluss ist im Prinzip ein Loch im Boden, durch das das Wasser abfließen kann. Wo das ganze Wasser hinfließt, nach draußen. Wo sonst? Fenrich, ich würde auch, manche Sachen sollte man nicht hinterfragen. Vor allem, wenn sie von einer bestimmten Person kommen. Hey Yuki, immer noch, wenn ich nicht weiß, was du machst, kann ich nicht sagen, ob ich es will oder nicht. Ne?
Beste. Ja, ich kann nur nicht auf Discord gerade zugreifen. Ohne rauszutaben und rauszuhaben will ich gerade auch nicht. Die zählt an sich nicht. Komm, nehmen wir mit. Halt. Okay. So, und dann einmal dahin. Da kommt der Abfall. Abfallschacht. Ich mach dich Kirre. Ah, da hab ich doch. Ne, den Kirrebefehl habe ich nicht mehr drin. Oder? Habe ich noch Ausrufezeichen Kirre drin? Ich glaube, den hatte ich nicht übernommen. Wow. Und so schnell ist der IQ des Gesprächs um ganze 100 Punkte gesunken. Wow. Oh, wow, Yugi. So, wir packen mal zusammen. Das, was wir gerade noch nicht brauchen. Das kann langsam auch zusammengepackt werden. Hat immer noch eingelagert. Wird immer noch eingelagert, das ist gut. Nee, war da nicht. Nee. Du machst noch den Dampf, die Dampfmaschine. Ja, oder Dampfhammer? Oh, beides. Ja, ist nämlich nicht gebaut worden. Das brauche ich beides noch. Ja, Yuki, das sei cool, dass du eine irgendeine andere Sache machst, aber es ist ja dem nicht dringend, sagen wir es mal so. Dann ist es eine 7. Ja, Yuki, ich sag dir dann Bescheid, wenn du dran bist. Schreit dich dann an. So wie du andere immer anschreist. Yuki, okay, dann ist das eine 7,02. Bitteschön. Extra für dich. Ah, Yuki hat Pizza im Ofen. An einem Samstag. Soll es heute nicht den Tofu geben? Ah, alles klar. Yuki hat Scheiße gebaut. Wie kannst du nur? Ja. Wie kannst du denn die beiden Tage verwechseln, Yuki? Wie kannst du nur? Bereite Sonntag immer für meine Woche Essen. Ah, okay. Fleißig. Sollen keine Kisten mehr eingelagert werden. Hin? Was ist das denn jetzt? Ich bräuchte jemanden, der einfach mal die Ringe da vor. Ne, ist nicht so wichtig. Ich speichere mal.
einlagern. Kann das auch eingelagert werden? Könnt auch mal. Kannst du bitte. Danke. Eine Steine im Inventar. Was auch immer das war. Zwei Dampfmaschinen wären vielleicht besser. Falls ich den Platz brauche. Oh, ich muss das Drachenei noch mitnehmen. Darf ich nicht vergessen? Was Dampfhammer, okay. Achso, du bist das. Dann nimm das mal mit. Oxygen included kannst du, glaube ich, nicht so viel. Man kannst du gar nichts manuell machen, ne? Kannst du nur sagen, was sie machen sollen, Priorität. Aber es gibt viele halt, die so in der Art sind. Ich könnte zwar nicht so viele aufnennen, aber es gibt einige. Massenfriedhof werde ich nicht mitnehmen. Die ganzen Farmen sind wichtig mitzunehmen. Auch wenn sie relativ schnell wieder gebaut sind. Da ist noch ein Buch drin. Wer hat das Flugschaden? Ah, das ist wahrscheinlich eine Hand. Stimmt. Komm mal her. Irgendeins davor. Das da. Irgendwas. Das ist Schildkunde. Das könnte reichen, dass sie dann Sprachschild tragen darf. Das wäre super. Ach, immer noch nicht. Ja, lies einfach mal alles. Viel Spaß in der Küche. Plus 9 Bau und Transport. Wow. Das für Hammerbücher. Das gibt Gehirn. Oh mein Gott, es gibt Gehirngröße. Alles klar. Aber hey, sie hat das Schild. Jetzt. Zwei Verteidigung plus 9, ja. Das ist einiges.
Plus 5% Stimmung. Ah, das sind einfach gerade. Ah, okay. Es gibt einfach gerade so Witz. Stimmung hoch. Okay. Müssen sie nur die ganzen Sachen noch auflassen und beheben, aufheben und so. Und dann einlagern. Nur macht gerade keiner einlagern. Was mich nur ein bisschen stört. Ah, noch 12.500 Punkte, oder? Dann? Was dann? Dann geht die Welt unter. Boah, du hast gerade Platz und nichts zu tun. Ich hab 90.000. Also, ne, mir fehlen noch 10.000 Punkte. Dann habe ich eine und habe ein Polster für Module. So. aber dazu. Okay, das müsste alles einsortiert jetzt sein. Alles wichtiger. Außer das da noch. Das muss ja neuest noch gebaut werden. Halt, ey. Das ist Schwefel alles, ja. Und das ist ein Schwefelsee. Und nicht mehr viele Tabletten, ich müsste mal neue holen. Ah. Barium riecht im Übrigen eh nicht. Oh. Danke für die Info. So, schön einlagern. Na, no, aufheben, aufheben. Ah, Dampfmaschine. Guter Dampfhammer. Sehr schön. Hat der am Bergbau gearbeitet, musste mir auch mal. Was du nicht alles gemacht hast, Yuki. Du warst in der Armee, du warst in, unter der Erde. Unser Vater ist auch ein gutes Kontrastmittel, weil. Bariumchlorid hingegen äußerst giftig. Ha. Sachen, die ich nicht gewusst hatte. Und ich jetzt weiß und dann wieder vergessen werde. Diese kurzfristigen Informationen. Und warum hat eine fahlgrüne Flammfärbung? Also wie Kupfer. Kupferoxid oder ne? Stehst du auf dem Boden? Ne, die müssen auch noch eingepackt werden. Okay. Ah, Kupfer ist ziemlich intensiv. Alles klar. So, ich glaube, das kann jetzt eingelagert werden. Einmal zusammenpacken, bitte. Danke.
Einpacken, habe ich gesagt. Danke. Warum gibt wirklich ein kränkliches Grün, wenn man das Lichtspiel von Minas Morgul denkt? Ah, okay. Gott, wie hieß Minas Morgul vorher? Namen vergessen. Also bevor der Hexerkönig da alles eingenommen hat. Minas Ithil. Ah, stimmt. Dankeschön. So, und wenn die Sachbeine da drin sind, dann kann das alles auch zusammengepackt werden. Du kannst auch zusammengepackt werden. Es ist aber wichtig, nicht zusammengepackt zu werden. Minas Berlin-Kreuz. Alles klar. Ich lache auch später. Ja, aber wann ist später, ne? Das ist so jetzt Definitionssache. Speichern. Wieder viel zu lange her gewesen. Jetzt sofort, gleich später, nachher. Problem ist, bei diesen Eingaben ist es leider wirklich einfach eine Definitionssache. Leider. Jetzt einpacken wollen oder was ist hier los? Okay, du hast noch drei Lager. Wow. Eins, zwei, drei. So, jetzt muss ich mir nur merken, wer was dann hat. Nee, das ist noch was. Stopp, abbrechen. Auspacken. Muss noch was eingelagert werden. Charlie, hebt mal das Drachenei auf. Das Nahrungslager ist fast voll. Sehr schön. Für mich genau jetzt, ja genau, sofort ist es 2 bis 3 Minuten. Ich würde sogar sagen schneller. Gleich 4 bis 30, später so 30 bis 1 Stunde, nachher 1 bis 2 Stunden. Wie gesagt, das ist halt eben Definitionssache immer.
Aber ja, so um den Dreh würde ich dir da auch zustimmen. Das ist das Wichtigste. Gut, dann wird das weiter zusammengepackt. Und WB Fenrir. Aufheben. 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 So, Hanna. Hanna hat Nahrung. Havi Nahrung. Müsste alles jetzt... Darauf kann ich nicht zugreifen. Das Lager ist egal. Heißt... Eine ganz große Reise. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, hoffentlich. Yuki schreibt mir, schreit, genau. Yuki schreibt, mir geht das so auf Keks, wenn Leute mich anschreiben, Lust auf Game XY zu spielen, ich, ja klar, wann, und Person, jetzt kommt Discord, Person, dann mache ich, eben diese, ja. Dann schreibt man lieber, hast du Bock, gleich zu zocken, nicht jetzt. Na dann. Warte, ich will Hanna beobachten. Schreiben und schreien, das geht bei Yuki doch Hand in Hand. Ja, irgendwie schon. Mal einige klettern, weil es schneller geht. Jetzt warten. Was ein langer Gang nach unten. Und ab durch die Titanic. Ach, so ein Scheinige da. Okay.
brauche einen unbedingt so einen Raum. Muss ich das Lager reinmachen? Das ist einfach nur wegen der Nahrung erstmal. Das Wichtigste. Mal alle. So dampfst du so. Okay. Kampf der Müff, alles klar. Oh, Kampf. Ja, Inka ist ja ganz schön. Jeder Stichwunden. Mach das. Plus 4 in Einhänder. Oh, sehr schön. So, dann hätten wir jetzt schon mindestens Nahrung. Das ist sehr schön. So, nur hoffen, dass wir hier gute Bedingungen haben für Höhlen. Gerade bestreikt. Sind eigentlich alle da? Ja, sehr schön. Yuki streckt mit, alles klar. Yuki, das machst du toll. Ach, verdammt. Ach, ich hasse es. Küche war nicht wichtig. Wohnzimmer sind wichtig. Ja, ich will keine Höhlen haben. Ich will keine Höhlen haben. Das ist so nervig gerade. Gut, dann gibt's kein Mittelalter-Zeug. Dann grabt einfach mal nach unten. Inka. Du lieber nicht, okay.
Zelt. Wow. Mach mal das kaputt. Nee, Yuki, das geht nicht. Mir auch nicht leid. Viel Spaß, Yuki. Versprich dich nicht. Ja, eure Stimmung ist gerade niedrig, es ist in Ordnung. Hast du Golderz bei dir? Oh Gott, aber die sollten reichen für die Wohnzimmer zumindest. Schlafzimmer muss ich hoffen. Das Golderz brauche ich gerade nicht. Das ist nicht so wichtig. Es gibt andere Sachen, die sind wichtiger. Mit 660 Tagen gehst du den Leuten schon auf Keks. Das sind... In 70 Tagen sind das 2 Jahre, ne? Funkenflugvermeidung. Inka, ich brauch dich mal. Lies das mal. Falls du überhaupt möchtest. Das Grab. Inka plus 2 in Metalle. Sehr schön. Oh, scheint hier weiterzugehen. Fahr mit. Oder einfach nur komische Höhle zu sein. Komische Höhle. Morgen ist was? Factorio ist dran.
kurz ablegen. Und der aufsammeln. Wo haben wir denn noch ein Wohnzimmer? Ich glaube eher noch ein Schlafzimmer wäre logischer. Nehmen wir da. Bessere Idee. Beiden Bäder noch. Dann können sich alle mit der Zeit wieder ein bisschen ausruhen, entspannen. Nahrung haben wir ja noch genug. Von daher passt das. Ja, von denen hat viel Stein, ne? Ja. 39 ist das höchste. Ja, 49 bei Vanita. 70 bei Juan. Komm mal her. Inka, mach mal was. So, aber die müssen wir weg. Ja, man sollte Namen nicht hinterfragen. Er ist fast tot. Nein, ist er nicht. Tut nur so. Auch ein Zelt. Na, mal sehen. Ich muss einfach jetzt nur weiter nach unten. So, ja, jetzt hab ich das interessiert. Nee, man kann sie leider nicht umbenennen. Das schade drum. Ich werde mit Sicherheit, gibt es einen Installationsordner irgendwo eine Liste mit den ganzen Namen.
Okay, was haben wir denn jetzt hier? Oh, das könnte sein. Das könnte sein. Der Übergang. Es gibt keinen Wege mit meinem Vornamen. Ja, es gibt auch keinen Wege mit meinem Vornamen. Bisher. Und Feinderkennung. Ah. Ja, was für Inka. Ja, hier ist richtig. Hallo. Stämme. 15 Stämme. Sicher ist sicher. Na, denn mal los. Was aufbauen, eine Brücke hier, eine Brücke da. 15 Stämme, tralala. Ah, ich finde das toll. Du weißt jetzt, wo das ist Hugo. Ah. Man hat jetzt keine Katze mit 15 Stämmen. muss die Lager aufbauen. Oh Gott, ja. Aber ich bin ganz kurz AFK. Moment. So, wieder da. Ich muss Lager aufbauen. Ich muss die Lager finden. Na dann. Auch gut, dass wir umgezogen sind. Und gleichzeitig habe ich hier was zu essen. Ich brauche zwei bestimmte Lager. Das heißt, ich müsste erstmal das Lager aufbauen, um Lager zu finden. Dankeschön. Nanatsu. Bist mir ein Bild. Kusch. Ah. Ernsthaft. Spaghetti mit Tomatenfleischsoße. So wie es aussieht, gehen wir da jeweils nicht drüber. 15 Pilzscheiben sollten fürs erste genügen. Bringen sie einfach zur Brücke. Ah. Dass wir einige Pitcher mal eingelagert haben, ne? Warte mal. Muss alles ausgegraben werden. Ich muss ein paar Lager aufbauen. Hast du Pitcher mal eingelagert? Nee. Pilzstämme. Genau, ich lagere Bildschirme ein.
passt das perfekt doch hin. Ja. Ernsthaft? Mach das da erstmal weg. Alter Nator, schreib nicht hier so. Oh, ein bisschen salzig. Da war zu viel Salz an den Spaghetti-Wasser. Nator, das ist meins. Muss gar nicht so zu gucken. M-E-I-N-S, nicht D-E-I-N-S. Ich bin kein Fan von Pfeffer. Und ich bin nicht zu sehr nach, wenn zu sehr nach Pfeffer schmeckt oder so. Ich würze mein Ei auch maximal mit Salz, aber mit Pfeffer, weiß ich nicht. Da kommt bei mir so selten an irgendwas ran. Wir hatten alles ein Lager mit dabei. Das ist ein Lager. Du hast ein Lager. Na, passt doch, wenn du sie ausgebaut hast. Kannst du es doch gleich hinbauen. Wenn Gewürz herausschmecken kann, dann hat man Sinn des Würzens. Kommt drauf an, es gibt mal manche Rezepte, da ist es halt eben. Geht's nun mal darum. Ja, aber basieren sehr stark auf das Gewürz, richtig. Knoblauchcreme. Wenn du da keinen Knoblauch rausschmeckst, dann hast du es, ja. Aber als Beispiel. Es ist halt immer so, es kommt immer drauf an. Soll das Gewürz das Gericht betonen oder soll es halt eben, ne, basiert das darauf? Pöp. Sisi unterstrich Kleptrepp unterstrich Sisi bleibt für den 6. Monat eine KI. Dankeschön. Na, mein Bester, wie geht's? Leichte Kopfschmerzen, aber sonst ganz gut. Wie geht's dir? Was heißt, boah, ist das laut? So laut ist es doch gar nicht. Also zumindest war es mein Empfinden so. Okay. Wir haben da Fahrstuhl drin, aber sonst nichts Interessantes, ne? Fahrstühle. Das sind nur Aufzüge. Bei dir ist es heiter bis wolkig. Das klingt seltsam. Ja, bitte kein flitzende Föhr, der halt eben außer Rand und Band ist. Hier müssten die Lager drin sein, die ich suche. Okay, ich glaube, Fenrir hat nie wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen gesehen. Das ist doch einfach fertig, meine Fresse.
Dankeschön. Und die zwei Lager. Ne, doch, da ist noch ein Lager. Okay. Ja, Fenrir dann. Es ist eine Wettermaschine, die startet eben. Ja, keine, ist keine Wettermaschine gewesen, ne? Das ist halt eben eine Maschine, die halt eben alles Mögliche zu essen machen kann, ne? Luft. Luft zu essen. Ich könnte mir die Filme auch nochmal wieder reinziehen. Die waren super. Da sind sie. Oh Gott, jetzt ein neuer Zwerg. Ach Gott, warum ist denn jetzt ein Zwerg geboren worden? Erhard. Warum Erhard? Ich glaube, Zwerge, die hatten Spaß. Immer gar nicht. So. Nein, komm mit. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Ich meine, ich nehme einfach mehr mit. Was soll schaden? Dann zweite Phase des, erste Phase des Brückensbauens. So, auf geht's. Wollen wir mal. Was aufbauen, was aufbauen. Wir bauen hier die Brücke auf. Damit? Nie! Da brauchen wir Eisen für. 10 Einheiten, mindestens. Los, Schmelze bauen! Ach so. Gute Idee. Was aufbauen, was aufbauen. Die freut sich. Erstmal kurz fallen lassen. Herr Luft, komm mal her, du bist. Wo ist Herr Luft? Luft. Oben. 10 Einheiten Eisen, da müssten wir einiges haben.
Nicht mehr lange, dann schleiche ich mich wieder in dein Discord. Du weißt schon, dass ich die Gruppe anrufen werde. Wo hat Yuki jetzt geschrieben, dass er weg will? So, ein Eisen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Ne, eins, zwei, drei. Drei, vier, fünf. Ja, doch, sind doch zehn. Das so interpretiert, dass er uns hier alleine sitzen lässt. Ne, ne. Weiß gar nicht, hat Netflix, entweder Netflix oder Amazon Prime. Ich glaube, einer von den beiden hat, Film. Wie sieht die denn aus? Das schafft ihr nie. What? Ja. Wie war das, Elfe? Mädel, du bist ziemlich... Das hält nicht! Nie im Leben! What? Wo er recht hat, hat er recht. Manchmal seid ihr doch schlauer, als ich dachte. Du solltest besser schnell umziehen. Also ich weiß, dass es eine Nacktmod für die Elfe gibt. Aber ich schwöre, ich habe das nicht installiert. What? Ja. Irritiert. Bisschen. Ach ja, was ich jetzt einstellen muss. Bitte Höhengenerierung aus. Danke. Muss alles eingepackt werden wieder. Wahrscheinlich standen die ursprünglichen Erbauer dieser Konstruktion vor ähnlichen Problemen. Viel Holz und wenig Zeit. Unter diesem Zeitdruck mussten wir einige Kompromisse bei der Reparatur der alten Brückensubstanz eingehen. Nach alter Voraussicht rächt sich das jetzt bei unserer... Rächt sich jetzt unser übereiltes Vorgehen. Ergebnis, die Brücke wird erneut einstürzen. Viel Zeit wird uns nicht bleiben. Wir müssen so schnell wie möglich auf die andere Seite umziehen, ehe ein Weiterkommen über die Schlucht unmöglich wird. Es ist logisch, also, ne, es ist so, denkst du so, what the fuck, hier oben bei dem Tor war es irgendwie noch logisch, dass es nach der Zeit wieder zugeht. Aber das ist damit da, dass, ne, das hier. Dass die ganzen alten Gebiete entladen werden können. Weil so ist jetzt ganze Zeit, alles hier, das ist alles geladen, ne? Jedes, das gesamte Gebiet. Und somit, wird er dem dann, ne, alles hier praktisch gelöscht. Na, alles hier von. Jede einzelne Ebene. Und dann bleibt alles nur noch maximal hier, das hier übrig. Und ab hier kann dann, wird er neu generiert. Daher, ja. Wenn man es vorher nicht weiß, kann das sehr eklig werden.
So. Oh, Hannah hat wieder Nahrungslager. Wie passend. Die Wiggles können nie wieder nach oben, richtig. Aber da... Das ist jetzt auch nicht ihre Aufgabe, nach oben zu kommen, ne? Aufgabe ist es ja, nach unten zu kommen. Könnt ihr das bitte zusammenbauen? Schon überleben. Nur er hat, damit mit er hat kann ich nichts anfangen gerade. So, na dann. Da sind drüber. Boah, Erhard, du tust mir schon ein bisschen leid, aber ist mir doch scheißegal. Falscher Ort, falsche Zeit. Ja. Inka, komm mal mit. Lies das mal. Oh, ich habe Angst, dass das Spiel wieder abstürzt, deswegen speichere ich. Öfter. Plus 4 in. Plus 2. Ah, okay, das ist schlecht. So, Rüdiger, komm mal mit. Das ist unser erster Weg, also gab's auch voran. Jetzt kommen wir zur Kristallebene. Wo man unschwer erkennt an den Kristallen. Ah. Mal weiter runter. Hier gibt es sehr viele Kisten. Hanna, du bau mal das auf. Erhard, du brauchst noch ewig. Muss den Chibi nachher was richtig Unethisches erzählen? Alles klar. Kein Problem. Oh, jetzt Boot. Eine große Streitaxt. Inka. Eine neue Waffe für dich. So, wenn es kristallisiert. Feuerstelle, okay.
So, ihr müsst die Sache mal wieder aufbauen. Wo ist der Team hier? Ist nett. War doch sehr nervig. Ihr Leute bei Twitch nochmal ein Schlüppi. Wow. Okay. Der Beziergraben. Hier. Erstmal die Nahrung haben. Ich krieg das dahin. Na, wann wird er hart erwachsen? Mach's so gut, Hannah. Ich glaub an dich. Nahrungslager ist wieder da. Ganz schön leer gefuttert, ne? Wow. Hätte das auch gedacht. Oh, Erhard. Jeder wartet auf dich. Wirklich jeder. Irgendwann kommt er noch an. Vertraut mir. Hier wird nicht die Brücke unterm Arsch zerstört werden. Wieder? Recht. Hab doch, Junge.
Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, oh, das war die Schwefelwelt. Ah. Lass mal Memory Error kriegen. Deswegen speichere ich. Deswegen habe ich gespeichert. Sehr schön. Ah, ich sollte alles mitgenommen haben. Ja, es ist schützt irgendwie. Au. Nicht das erste Mal, dass es abstürzt. Also alle Gebäude müsste ich mitgenommen haben. Alle Vehicles ist dadurch gegeben, dass jetzt die Animation abgespielt wurde, bevor die Zeit vorbei ist. Und er hat es wieder geändert. Nein, nicht beenden. Und zack, ne? Das hier ist zwar noch da, aber ich komme nicht weiter hoch, ne? Ich hätte gedacht wirklich, dass die hier abgrenzen, aber... Ah. Ja Leute, es muss gegraben werden. Ob ihr nun wollt oder gerade nicht. Aber wir brauchen Platz. Sehr, sehr viel Platz. Und zack, kommt ihr neues Gold, Erz, Kohle, Kristall, Eisenerz, Stein. Stein. Oh. Bitte hier meinen Abfall hinmachen. Ja. Na, bevor ihr... Eigentlich kein... genau, ihr habt Freizeit, die meisten. Über die Hälfte war das auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall die Lager hinbauen. Hier ist Grenze, okay. Frag ich mich trotzdem, was... Es wird einfach Grenze sein. Weiter nach rechts geht's jetzt nicht mehr. Gerade. Zeit.
sich sind die Hürden am wichtigsten, erstmal gebaut zu werden. Kommt mit, baut. Der Wohnbereich. Es soll diesmal so relativ mittig sein. Wohnen, schlafen, essen. Das ist eine gute Idee, mal was zu trinken. Aber ich habe jetzt eine Errungenschaft, die nur 10,4% der Spieler erreicht haben. Erreiche die entkomme der Schwefelwelt. Ah, danke, Vanager. Huch, was machst du denn da? Ich glaube, die steckt da ein bisschen fest. Okay, mal. Ich weiß nicht mehr, wie die da feststeckt. Yuki hat wieder seine Ärgerphase, ich merke schon. Und dann sehen wir auch mal die neuen Strukturen der Höhlen. Erstens war es Holz, zweitens war es Stahl, Eisen, Eisenträger. Und was wird's jetzt? Eine Kristallebene? Kristallstrukturen. Ärgerphase, Yuki, weißt du, ist. Du wiederholst teilweise das, was ich sage. Oder was meinst du, soll das relativ mittig sein? Was meinst du damit? Das hat sich genauso angehört, als hättest du irgendwas wiederholt, was ich gesagt habe, deswegen. Wenn dem nicht so sei, dann tut's mir leid. Wenn dem doch so sei, schäm dich. Wo ist ein Inka? Inka ist da. Ich wollte gerade fragen, wo das zweite Klo ist. Wiederhole es, um Frage zu stellen. Ja. Wieso? Warum willst du es in Frage stellen? Was habe ich hier getan, Yuki? Mittig. Ja, es ist halt eben umgeben. Und Fenniger haut wieder ab. Das... Dort, hier. Ist mir egal, dass du reichst. Hä? Doch hier auch zwei. Hab ich auch nur zwei. Ich komme hier nicht höher, ne? Das ist es.
Du hast 2 Fahrstufen, weißt du? Bitte noch. Wir müssen jetzt doch mehr Fahrstühle werden. Also 2 Räume Fahrstuhl, 2 Räume Fahrstuhl. Sieht so aus, ja. Wieder hinkommen. Die 4 Räume sind rein für Stein. Ah, die sind dann für das. Muss erst mal gucken, was ich da ist. Welches Lager ist. Was brauchen die in einem Fahrstuhl? Können auch klettern. Ja, mit dem Fahrstuhl geht's schneller. Vor allem hoch. Heute sollte mir mein Bot wirklich mal einen Timer machen, dass ich alle 5 Minuten speichere. Tanatsu, gar keine schlechte Idee. Das wäre bei anderen Spielen halt eben etwas nervig, aber... Kannst auch so einstellen, dass der Bot dich nicht nur daran erinnert, hä? Dass er auch speichert, inwiefern? Inwiefern soll der für mich F2... Kann ich einstellen, dass er für mich F2 drückt, immer nach 5 Minuten? Geht aber nicht immer, ne? Manchmal, ne? Jetzt gerade zum Beispiel kann ich nicht F2 drücken, dann passiert nichts. Ja, ich will ja schon, dass es manuell bleibt. Außerdem geht das auch nicht in jedem Spiel, ne? Bei manchen Spielen musst du Escape drücken, dann auf Speichern und dann auf Speichern. Ja, nicht jedes Spiel hat Schnellspeichern, deswegen ja. Und das Spiel hat eigentlich das beste Schnellspeichern, das es gibt. Das ist hier, das ist mein eigener Spielstand. Also jetzt würdest du selber speichern. Ja. Sind ein paar Speicherstände. Ah. Oh, neue Musik. Die Kristallebene. Ja, ist ja selten. Manchmal, bei den meisten Spielen sind es entweder 1 oder maximal 3. Bei einigen Spielen kannst du es auch einstellen, wie viel es sein soll. Und WB Fenrir. Nein, es ist wieder ein Erz, was an der Decke hängt bleibt, oder? Bitte lass es nicht an der Decke hängen. Och, da ist auch was. Shit. Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Bleib reloggen? Nein. Das ist fest. Leider. So, jetzt muss ich erstmal die ganzen Lager aufstellen. Du hast das Ei. Ich lasse das einmal dort. Das ist die Küche. Du hast noch ein Schlafzimmer.
Los Dampf. Okay, ich muss euch mal entladen. Ist noch ein Lager. Du hast ein Lager. Herluf hat ein Lager. Marina hat die Küche. Und Erhard, du musst irgendwann ausgerüstet werden. Hast du die Frage? Ne, das ist das mit. Das ist das. Okay, sehr schön. Haben wir das gefunden? Es passiert nicht nur mit Erz, es ist meistens irritierend, aber es ist nun mal, man muss es akzeptieren. Na, bleibt ja auch nichts anderes übrig, als es zu akzeptieren. So, und hier kommen Farmen hin. Immer schön graben. Oh, nee, noch nichts produzieren, bitte. So müssen die Sachen angebaut werden. Oder wäre das problematisch? Ich kann auch hier einfach die Dampfmaschinen bauen. Habe ich das Hamsterrad nicht? Bräuchte ich nur einen Abfallschacht? Ich weiß wohin. Nein, ich wollte. Aus dem Spiel mit der Maus aus dem Spiel raus. Wäre. Hier geht's nicht. Dahin. Boah, nee, wenn ich sagen will, ich will da weiter nach links ausbauen. Nee. So. Schon. Und nochmal ein Schlafzimmer direkt neben dem Schlafmaschine, super. Gibt ja auch kleine Gebäude, das heißt, die kommen erstmal hier hin. Das hier zum Beispiel braucht was Großes. Also tief muss der Schacht gar nicht sein. So. Man, hier kommt Steinlager hin. Einfach, dass es aufgeräumt wird. Passt das schon? So, Erhard. Gut, er meint deine Sachen. Das ist eine. Warum ist das eine normale Holzgiebe?
Noch so ein Stück. What? War doch definitiv. Okay. Zum Geier. Okay. Na Glückwunsch, alle meine großen Holzkiepen sind auf einmal irgendwelche Erze geworden. What? So, das sind die beiden hier vorne. Ah, da können wir dann Kisten rein. Die können die letzten fünf. Ja, yeah, ich muss das neue bestellen, jetzt keepen. Schatzkeks. Wenn das so einfach wäre. So, und das jetzt braucht, ja, ein bisschen mehr Reichweite als ein Hamsterrad, ne? Ahem. Bisschen mehr. Ihr sollt bitte nicht über eure Pause, über eure Arbeitszeit arbeiten, das finde ich so toll. Wahrscheinlich ein paar neue Farm bauen müssen. Weil das wahrscheinlich nicht reicht, um die ganzen Höhlen zu besetzen. Was ist denn gerade mit dem Spiel los? Ah, ich habe gar keine Fahrspiele mehr hier drin. Alles klar. Wenn die Wege stürzen oder dabei sterben, theoretisch, aber nur im Kampf. Und über das also von selbst fallen sie nicht, außer sie kämpfen halt, eben gegen den Feind an in einem Schacht. Da kann der Feind die runtertreten. Und wenn sie dann tief genug fallen, sterben sie auch. Aber so im Normalfall sind sehr gute Kletterer. Yuki brüllt schon wieder in den Chat rein. Erstmal Pilze. Yuki mag seine Mord. Ja, merkt man die gar nicht an Yuki. Kein bisschen.
haben wir überhaupt schon mal... Ich habe noch gar keine Hamster hier entdeckt, ne? Verdammt. Oh. Ja gut, ja, setzt doch noch keine Höhengenerierung an. Selbst Raupen haben wir hier nirgendwo. Kannst du nicht neue Emotes definieren? Kannst du nicht, Yugi. Kannst du nicht. Kannst du nämlich Emotes nicht nutzen. Selbst wenn du sie hättest. Ja, gut, viel Spaß damit dann. Wenn du diese Mühe machen willst, da. Ich schaue das Spiel mal kurz neu. Das ruckelt gerade extrem. Mit unerfindlichen Gründen. Da. Ja, gut gemacht, Hiski. Spiel Satisfactory auf einmal. Au. Weg damit. Es war nicht beabsichtigt. So. Bei Diggles der englische Name ist. Im Deutschen heißt es Wiggles. Also ist der richtige Name ist Wiggles. Ist auch ein deutsches Spiel. Ja, und inwiefern hat das jetzt mit meiner Aussage was zu tun? Oh, ich hab doch Fahrstuhl hier drin. Wow. Ich hab gesagt, der deutsche Name ist Wiggles und es ist ein deutsches Spiel. Ich glaube nicht, dass Ed Shrouded einen deutschen Namen hat. Ich kann hier keinen Fahrstuhl reinbauen, nein! Verdammt. Oh, das ist bitter. Ja, hier darf ich... Schrecklich. Wie viel Platz braucht eine Dreherei? Oh, gut wie gar nichts. Zum Geier. Irgendwie ist das Spiel leicht seltsam. Warum? Angst. Barsche sind ein Erzfeind. Wir passen für die Kristallerz eben. Wow. Der war gut.
Das gebe ich zu. Sehr seltsam. Ja, so gut, dass man die Füße heben braucht, um den Witz durchzulassen. Ja. Definitiv. So, baut mal auf. Ey, komm, der ist auf eine Ebene auf dem Witzbuch über. Ja, yeah, alles gut, alles gut. Presslufthammer könnte ich bauen mittlerweile. Bauentransport 54, Alchemie 14. Ich bräuchte also jemand, der Hochbau und Transport hat und dann Alchemie machen müsste. Ah. Oh, Heiner zu, BB. Ja, Yuki, da ist auch kein Abbild von dir drin. Tut mir leid. Nur 36% an der KI. Ja, Yuki. Ah, viel Spaß dazu. Mit dir ist doch nichts anderes möglich. Gott, Spiel. Noch eins. Fire Force Yuki kann ich dir empfehlen. Und Jürgen, mit dir wollte ich immer noch Highways Invasion gucken. Ich bin schade, dass Soul Eater keine zweite Staffel. Ne, war das Soul Eater? Ne, das war. Ne, nicht God Eater meinte ich. Soul Eater fand ich so. Meh. Nicht meins. God Eater fand ich cool. Da muss ich eine Leiter hinmachen, das sollte auch noch passen. Metallleiter. Ein Solo, der spielt eine. Sicher, dass es die gleiche Welt ist, nicht dieselbe Welt? Ich verstehe zwar nicht, warum es halt in der gleichen Welt spielen soll, aber.
Eins, zwei. Zwei mehr Farben brauche ich nur. Okay. Yuki, ist es vom gleichen Mangaka oder vom selben Mangaka? Es gibt einen Unterschied. Es gibt dann eigentlich nur denselben Mangaka. Das heißt aber nicht, dass es dann auch in derselben Welt spielt. Nur weil der Mangaka von Food Wars vorher Hentais gemacht hat, heißt nicht, dass Food Wars in der Hentai-Welt spielt, ne? Obwohl, ich bin mir da unsicher. Metalltür, Schleiferei wäre wichtig. Metallschmiede werden sich auch. Hochofen wäre wichtig. Und da sind Dampfaufzüge. In derselben Welt und ist vom selben Mangaka zufrieden. Ja, also vom Satzbau her, nein. Derselben wird zusammengeschrieben. Das gleiche ist was anderes, aber dasselbe wird zusammengeschrieben. Das gleiche auseinander und das gleiche groß. So ist immer die Regel. Klopf, klopf, wer ist da? Frische Äpfel. Vorsicht, auf solche plumpen Tricks fällt vielleicht eine dumme Schnepfe wie Schneewittchen rein, aber nicht unseren schlauen Zwerge. Auf der anderen Seite der Tür könnte schließlich wer weiß was lauern. Oder wer weiß, naja, wer weiß wer lauern oder wer weiß was. Und wenn sie die Tür immer gleich für jeden öffnen würden, hätten sie ja nicht bauen müssen, oder? Ja, ich lese. Ilga wurde geboren. Erhard und Ilga. Okay, nee. Lissi und Erhard. Ega geht nach unten. Schleiferei. Gold und Silber lieb ich sehr, Edelsteine noch viel mehr. Mit dem richtigen Schliff wird aus einem wertlosen Bröckchen Kristallerz ein funkelnder Kristall. Seine magischen Eigenschaften machen ihn zum wichtigen Bestandteil aller Hightech-Gebäude und zu einer sehr dekorativen Wandkleidung. Ja, Kleidung. Und Yuki hast du alles klar. Mein Ohr juckt. Yuki, wann wollen wir dann überhaupt anfangen? So, Industrieküche, Industriebad, Industriewohnzimmer und Industrieschlafzimmer. Kann ich nicht machen, ich brauche Hamster. Yuki schweigt. Yuki ist wie ein kleines Kind. Denkt jetzt, kommt jetzt damit weiter. So, Erhard, hast du was zu tun? Erhard hat Freizeit. Erhard holt dir die große Holzkiepe. Hoffentlich diesmal. Wo ist die Schmiede hin? Wer hat die Schmiede im Inventar? Warum machst du das im Inventar? Hör auf damit. Hallo, wer hat die Schmiede? Du hast die. Warum hast du die im Inventar? Doch ausbauen. Geht jetzt gerade. Wow. Yuki Safka. Viel Spaß.
Mach mal keinen Grillpilz. Keine Steine, keine Steine. Kohle, Eisen, Gold. Rohmineralien. Du bist schon richtig. Richtig. Du wirst noch aufgebaut. Du machst nur Kisten. Du bist für die Restnahrung. Bauen wir weiter. Speicher hier, dann hast du ganz viel Bier. Danke, Fenrir. XB. Warum XB? XD würde ich ja verstehen, aber B? B ist so weit weg. Angriff nur Augen in dein Haus geschränkt zu. Achso. Ich nehme eher dann P als B. Aber ja, klar, B geht natürlich auch. War nur irritierend, weil ich es halt eben eher so in der Kombination nicht kenne. War irritierend. Den Punkt an Fenrir, sie hat mich verwirrt. Ja, das, ich würde auch so herumspendern. Seit dem Platzieren bin in Gönnerlaune, alles klar. Nicht in Stänkelaune, in Gönnerlaune. So, du musst das Metallleiter aber machen können, ne? Die Sachen, okay. Und dann Steine, einfach nur. Einfach damit es hier aufgeräumter wird mit der Zeit. Das ist die Industrieküche.
mehr Platz. Das heißt, die Sachen werden mal zusammengebaut jetzt. Und woanders hin. Ja, ich weiß nicht, wo ist die Toilette? Wo? Vier Sachen, ne? Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad. Shit. Eins davon passt nicht. Außer ich platziere das um. Ja, klar. Auf der Seite braucht nicht Strom. Das heißt, ich könnte das eher hier platzieren. Die Frage, passt das hier in so einen Raum rein? Das reicht perfekt, die Leiter. So aus. Und ich kann es ausprobieren. Gott, wie habe ich... Ich weiß nicht, ich habe dich gefragt, wann du Mario spielen willst. Das war die Stimme, oder? Muss man anfangen willst. Ich muss erstmal voll in die Stimme wieder reinkommen. Uhr oder 20:45 Uhr? Also ich würde aber jetzt sagen 45, dann wäre das halt nicht so viel Zeit. Ich hatte geschrieben 20.45 Uhr, ne? Oder zwischen 20.30 Uhr und 20 Uhr und 21 Uhr. Passt nicht hier rein, alles klar. Dann kannst du das wieder ausbauen. Moment, könntest du Luxusbad erfinden? Ja komm, erfinde es da mal. Wenn es soweit ist. Lager erstmal Sachen ab, danke. Warum hast du bei dir einen Arm? Muss ich nicht verstehen. So, Industrieküche. Lass da nicht hin, weil die ganzen Sachen im Weg sind.
So Industriebad. Kommt hier hin. Schlafzimmer und Wohnzimmer kommt hier oben hin. Oder. Nee, Wohnzimmer hier hin. Bad, Schlaf. Ja, ist glaube ich so rum. Nee, es wäre noch nicht schlau, die zusammenzupacken. Ich will warten. Oder warten, bis die Sachen fertig sind. Mal noch ein paar Minütchen und dann hören wir auf. Dann mache ich etwas längere Pause, dann mache ich in der Zeit die Küche sauber etc. Und dann um 20.45 Uhr hören wir uns mit Yuki dann bei Paper Mario. Und circa 21 Uhr plus minus ist dann auch Shibi da. Darf ich wieder eine hohe Stimme sprechen? Shibi da ist. Weil man muss ja irgendwie den Shibi imitieren, ne? Okay, das ist ein Wort, das ich noch nie gehört habe. Situiert. Ich kann mir den Kontext erschließen, aber war es auch schon wieder. Was ist denn? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ja, weil ich... Benri, sagt euch, ich habe mir den Kontext daraus erschlossen. Ich habe das Wort vorher noch nicht gehört. Und dementsprechend habe ich mir den Kontext daraus erschlossen, was du meinst. Was sagtest du denn jetzt, was ich gedacht habe? Ich habe nichts anderes gedacht, als halt eben, ne, dass ich halt eben derzeit halt sehr ersetze. Jetzt hast du mir aber gesagt. Ja, gut, passiert nun mal. Ich kann nicht jedes Wort hören. Ah, Wohnzimmer ist fertig, sehr schön. Es würde sich jetzt nicht lohnen. Muss ich mich dann nächste Woche drum kümmern? Aber das mache ich noch schnell. Okay. Und du für Mineralien, Kohle, Eisen, Gold. Warte noch, bis das hier fertig ist. Wenn weiß ich doch nicht. Hätte sein können, dass du mir genauso eine Sache unterstellst, die ich nicht dachte. Und daher dachte ich, dass du was denkst, was ich dachte, was ich nicht denke. Aber dann hast du jetzt auch gedacht, dass ich was dachte, was du nicht denkst, was ich dachte. Somit haben wir einfach aneinander vorbeigeredet. Kletterst du jetzt ernsthaft den Weg? Yes. So, du machst. Also. Baut jetzt irgendjemand endlich mal dieses Lager auf? Mach ich gleich, Pendel. Warte noch, bis das hier fertig gebaut ist, endlich. Thank you.
ist das? Ah, endlich. Aber dadurch kriegen die echt dezent Bau und Transport, muss man sagen. Und daher passt das eigentlich. So. Deine. Das da. Zack. Und wir können speichern. Speichern. Sehr schön. Was ist, okay, ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich sofort auf den Desktop komme. Aber was ist jetzt mit Wiggles?